Hallo Leute, nach dem ersten Teil, den Angriffs-Champions, schauen wir uns jetzt die Verteidigungs-Champions an. Zwei Sterne, die geben wieder an, ob sie dupliziert sein sollten oder müssen. Und ja, es gibt hier noch zwei Champions, den Symbiote Supreme und den Havoc. Da ist es ganz nett, aber es muss kein Ding sein. Aber die sind eh bei den schlechten Verteidigungs-Champions. Ich habe das Ganze unterteilt in Killer, Stress, sie sind lästig oder es ist ein Spaziergang. Also bei den Spaziergang-Champions ist eigentlich nur zu beachten, dass man der SK ausweichen kann, dann sollten sie kein Problem mehr sein. Bei Lästig habe ich mit Darkhawk, Dr. Octopus, How the Duck eigentlich Champions genommen, die, ja, sie können lästig sein, sind aber jetzt nicht die Mega-Gegner. Außerdem wird man gewisse Champions wie Darkhawk noch gar nicht so oft antreffen. Nick Fury habe ich jetzt mal zu lästig eingeteilt, weil er, wenn er dupliziert ist, sich einmal wieder voll heilt, aber durch die Degeneration sollte er trotzdem relativ schnell platt sein. Zu den Stress-Champions, da gibt es den Spider-Man Stark Enhanced. Durch seine gelegentliche Abwehr ist er ziemlich lästig. Green Goblin durch seine Regeneration, da sollte man beachten, wie man die umgehen kann. Hulk Ragnarök, der hat hin und wieder so einen Unaufhaltsamkeits-Buff. Das kann einem hin und wieder mal erwischen. Der MODOK durch seinen Autoblock, Spider-Man durch das Ausweichen, Wasp auch durch das Ausweichen und den erzeugten Schockschaden, Elektro durch den im Prinzip rückwirkenden Elektroschaden, Dormammu durch seine Degeneration, Juggernaut auf dem richtigen Knoten ist er eigentlich die ganze Zeit unaufhaltsam und jedes Mal, wenn man zu lange ihn nicht trifft, dann kommt man eine Degeneration. Magic durch das Limbo, Emma Frost durch ihre Eisrüstung, Iceman durch seinen Frostschaden am Anfang, aber diese Champions, wie gesagt, einfach dupliziert sein. Nightcrawler das Ausweichen, Sabretooth die Regeneration, Mr. Sinister ist auch durch seine Regeneration bei den kritischen Treffer, kann der ziemlich lästig werden. Also Stressgegner. Der Champion ist besonders auf den Bossknoten. Für manche ein großes Problem, da muss man auch den richtigen Champion haben, damit das auch wirklich funktioniert. Venom, da sehe ich es sehr oft, dass man von der SK2 getroffen wird. Die ist etwas tricky zum Ausweichen. Die Killer, da sind jetzt nicht mehr so viele Champions, aber der Iron Man Infinity War, der holt noch in jedem Allianzkrieg eigentlich immer wieder Kills. Viele sagen schon, dass er relativ einfach ist, aber das sind meistens nur die Leute aus dem Top alles. Also da mit dem macht man eigentlich nichts falsch. Quark, auch einer ganz schwerer Gegner durch die Unabwehrbarkeit, die aufkommen kann, wenn man ihm zu oft ausweicht oder ihm in den Block schlägt. Außerdem auch durch seine Steinrüstung, die den Schaden zurückwirft. Killmonger, ja, er ist einfach mega tanky und wirft auch dann noch den Schaden zurück. Also ist auch ein Angstgegner. Ich glaube, Knoten 30 oder 29 ist der. Ein Klassiker, also gegen den sollte man auch lernen, gegen ihn zu spielen. Das Ding ist auf manchen Knoten wirklich lästig, aber ich glaube, es ist eher noch mehr so ein Ding, dass es noch nicht viele Leute wissen, wie man gegen den am besten spielen muss. Aber mit den richtigen Champions kann man gegen den schon leichter ankommen, sagen wir so. Void, ja, kennt jeder mit seinen Debuffs. Wenn man da so lange nichts macht, dann wird man relativ schnell mal ja, einiges an Leben verlieren. Domino ausweichen, Domino ist immer ein Scheißgegner. Also besonders wenn es passiert, dass man vielleicht dass sie kurz ausweicht, sofort kontert, eine SK3 voll bekommt, auf dem alles oder nichts Knoten, da kann das schnell mal zu einem Tod führen. Hyperion, ja, wenn er die SKs nicht raushaut, dann ja, bekommt man sehr schnell Schwierigkeiten. Medusa, ja, durch ihren Autoblock ist sie ein gern gesehener Boss oder beziehungsweise gefürchteter Boss. Ich mag sie nicht so gern, aber natürlich für die Verteidigung ein Killer-Gegner. Ja, ich hoffe, das hilft euch vielleicht bei der Auswahl bei dem Champion, welche ihr vielleicht zum nächsten Mal aufleveln wollt. Wenn euch das Video gefallen hat, liked den Kanal, abonniert den Kanal, verpasst nicht das Gewinnspiel. Den Link habe ich in der Beschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!